Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days Gone. Da ist der kleine Hundebuddy. Da. Ist er nicht süß? So cute. Guck dich die Öhrchen an und das Gesicht. Ah, ist so niedlich. Okay, genug Hündchen. Dick, bist du da? Wir müssen uns treffen. Hi. Ich höre dich, Skizzo. Was willst du? Ich hab zu tun. Hör zu. Ich weiß, dass du dem Camp nur helfen willst. Und ich will dir helfen und dem Camp. Triff mich hinter der Lodge. Skizzo Ende. Verdammt, Skizzo. Wehe, du verarschst mich. Möchte nichts mit Skizzo machen. Unsere Lügen. Das Schöne ist, ich kriege ja den Text hier nur auf Deutsch. Guckt euch das bitte einmal an. Liest und singt sich wahrscheinlich total beschissen. Aber schnell wieder zurück. Zumindest in die Nähe. So. I don't understand what you say to me. I don't wanna be broken or feel so empty. My broken heart never looked so dry. All I could notice. Hört sich eigentlich gar nicht verkehrt an, oder? Der Text ist halt auf Deutsch Rotze. So. Hallo Boozer, hallo kleiner Hundefreund. Ja, so süß. So, schauen wir mal, was die Map sagt. Will ich das? Boah, nach jeder Mission mit Skizzo kann ich den noch weniger laden, ne? Okay, ich bin hier. Was willst du? Moment. Komm, hier rein. Skizzo, was ist los? Naja, wenn du reingehst, zeig ich's dir. Jetzt überfällt er mich. Ich habe über deine Idee nachgedacht. Also die Höhle nördlich vom Camp zu versiegeln, damit die Horden nicht mehr durch unsere Felder ziehen können. Okay. Das Problem ist, Mai konnte bisher keine Sprengschnur dafür finden, oder? Nein. Aber ich weiß, wo welche ist. Genau hier. Nein. Na, ich niemals. Weiß, was du denkst. Ich weiß es Nein, genau. Nein, das ist mitten im Ripper-Gebiet. Als ich das letzte Mal da Hast war, Hast du war die es... Medizin für deinen Nein. Kumpel bekommen? Wir holen die Sprengschnur, sprengen die Höhle, boom, bye-bye, Horde. Aha. Das war doch deine Idee. Mann, die Scheißgrenze ist abgeriegelt und auch der Tunnel. Und ich soll da rein? Dann gibt es Krieg. Ich hab einen Plan. Außerdem komme ich mit. Halt dich nur von ihnen fern. Schnapp dir nur so viel Zeug, wie du kannst. Hoffe, wir brauchen's nicht, aber man weiß ja nie. Dann triffst du mich. Hier. Denn dort führt ein Weg über Iron Ridge. Was? Genau. Wovon redest du, Mann? Vertrau mir. Scheiße. Okay? Wir sehen uns da. Und schon wieder ins Ripper-Gebiet. Hat uns ja schon mal richtig viel gebracht. Siebenmal gestorben. Juhu. So, was wollten wir? Die Abrechnung, ne?
Jo. Die Abrechnung. Drücke R2 für einen Nahkampfangriff. Jeder erfolgreiche Angriff gibt dir die Chance auf einen kritischen Treffer. Drücke Dreieck, wenn du aufgefordert wirst, um eine kritische Eliminierung auszuführen. So, dann brauchen wir noch irgendwas. Wahrscheinlich blitzschnelle Reflexe wäre angebracht. Also entweder provoziert Skizo jetzt so wirklich einen Krieg zwischen hier dem Iron Mike Camp und den Whippern. Oder das geht gut aus. Ich glaube aber nein. Ich kann ja auch nirgendwo irgendwie hin. So. Wieg, hörst du mich? Ja, Usman, was gibt's? Ich wollte mich nur bedanken für den Hund. Entspann dich, Bruder. Ernsthaft, er ist mir nachgelaufen. Ließ sich nicht abwimmeln. Was hätte ich tun sollen? Hey, Bruder, hey. Komm schon, sitz. So wird's gewesen sein. Hey, ja. Er heißt jetzt Jack. Ja, Jack hätte das gefallen. Nein, hätte es nicht. Deshalb habe ich es gemacht. Okay, langsam, sitz, Junge. Okay, das reicht jetzt. Okay, Dick, ich muss los. Gruser Ende. Gern geschehen. Wie süß, er hat ihn nach dem Mongrels-Chef da benannt. So cute. Jack passt aber auch gut zu einem Hund, finde ich. Eddie, hörst du mich? Ja, Dicken, was gibt's? Ich hab Boozer den Hund geholt und es hat geklappt, wie du sagtest. Das freut mich. Du bist ein großartiger Freund. Da hat er wirklich Glück. Skizzo, ich bin bei... Hey, was soll das werden? Wir machen es so. Wir gehen durch die verdammte Hintertür. Zu Fuß? Du hast nie gesagt, dass wir zu Fuß gehen. Weißt du noch, was los war, als du dein scheiß lautes Bike genommen hast? Auch wahr. Hey, die bemerken uns gar nicht. Also, Iron Mike. Hat dich zu einem Treffen mit Carlos geschickt? Der Alte hat's dir erzählt? Ja, natürlich. Okay, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn du Bescheid weißt. Schließlich gehörst du mit deinem Kumpel ja jetzt zum Camp. Oh, muss ja gut gelaufen sein. Wir spazieren einfach durch ihre, wie hast du das genannt, ihre verdammte Hintertür? Oh, das Treffen. Ja, das lief super. Versuch mal mit einem Haufen Affen zu verhandeln, die alle voll auf Drogen sind. Aber weißt du was? Wenn sie uns heute nicht packen, hält der Vertrag des Alten vielleicht doch noch. Obwohl Boozer und ich im Rogue Camp mit ihnen Probleme hatten. Hey, Carlos sagte, das war ein Fehler. Abtrünnige, okay? Ha, er sagte zumindest, es kommt nicht wieder vor. Ach, und du glaubst ihm? Keine Ahnung, verdammt. Ich bin nur Mikes Lakai, genau wie du. Scheiße. Los, fress, Skizzo. Hörst du das? Ja, Wölfe. Glaubst du, sie sind infiziert? Wir werden es gleich erleben. Dann wären es Jäger. Wie bist du vorher durchgekommen? Hier war so eine Holzleiter von Bergarbeitern, Höhlenforschern. Was weiß ich. Komm, hier drüben. Hilf mir hoch. Das braucht man immer. Bist du bereit? Nein. Los! Ah!
Alles klar. Sieh mal unten nach, ob die Leiter irgendwo liegt. Ich sehe hier oben nach. Okay, beeil dich. Wir müssen aus dem Ripper-Territorium raus, bevor es hell wird. Ja, erzähl mir mal was Neues. Wie unten eine Leiter gelegen hätte, ne? Hätte ich seinen dicken Arsch nicht hochhieven müssen. Wölfe! Vorsicht! Ich hab sie! Was? Ich sehe keine Leiter. Ah, oh, natürlich kommt er zu mir. Na, oh, die fette Qualle sitzt da oben auf dem Hügel und macht nichts, ne? Das war der letzte. Schizo? Schizo, wo zur Hölle bist du? Moment, Moment, ich hab schon. Trotzdem sehe ich keine Leute. Alles klar. Hä? Deacon hat gerade gesagt, er hat sie. Jetzt hat Schizo sie. Hab bei Mike eine Karte gefunden. Darauf sind alte Forstwege verzeichnet. Gefällt ihm sicher, dass du bei ihm rumschnüffelst. Was der Alte nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Klar. Wie du siehst, war der Pfad im schlechten Zustand. Er war als gesperrt markiert. Siehst du das? Ja, Ripper-Lagerfeuer. Hast du sowas schon gesehen? Nein. Versammlung nennen die das. Dabei sollen sie komplett durchdrehen. Gehen wir. Ich will nichts damit zu tun haben. Zur Hölle damit, ich will's sehen. Was, bist du lebensmüde? Jetzt nicht mehr. Hör zu, ich will mit meinen eigenen Augen sehen, was die anstellen. Ruhe in Frieden, steig hinab, all dieser ganze Scheiß. Okay, okay. Aber bleib bei mir. Wenn wir getrennt werden, dann war's das. Ich folge dir. Halt, warte mal. Was zum Teufel? Sie schneiden sich selbst. Ich kenne wen, der ihr Ritual mitgemacht hat, oder wie man das nennt. Er sagte, die Ripper sind dabei auf Drogen. Auf PCP oder sowas. Sie spüren keinen Schmerz. Gehen wir außen rum. Genau mein Gedanke. Hast du so etwas schon mal gesehen? Alle geisteskrank. Nein, nicht sowas. Ich auch nicht. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Wenn sie uns erwischen, haben wir nicht genug Munition. Ganz genau. Gott. Runter, runter, shit! Wir müssen von der Straße weg. Ja. Komm, wir gehen querfeldein. Weißt du denn, wo es lang geht? Na klar. Woher weiß er denn, wo es lang geht? Geht er hier regelmäßig ein und aus? Ja, wieso? Ich bin oft hier lang gefahren. Früher. Was? Meine Lady hat hier gearbeitet, in einem Forschungslabor östlich von Iron Butte Lodge. Jedenfalls war ich oft hier. Ich schwör's, der Transportkomplex ist da hinten. Du wirst schon sehen. Komm mit, hier entlang. Wo sind wir jetzt eigentlich auf der Map? Würde mich immer interessieren. Aha. Also hier gibt's überall irgendwie gar nichts. Okay.
Erstmal ausmachen, die Scheiße. Ripper, sie locken mit Lufthörnern Freaks an. Komm schon. Ripper predigt. Carlos, fick dich. Doch einfach. Ich wollte, dass er das fick dich noch hört. Das ist wichtig. So, Ripper predigt. Naja, Charaktere, bla 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 bla. Nope. Nope. Weiß ich nicht. Ja. Sich opfern für die Freiheit. Verirrte, ihr müsst Schmerzen haben. Ihr müsst so sehr leiden. Ihr flieht vor einer Welt, deren Teil ihr sein könnt. Ihr haltet an den faulenden Wunden in eurem Innern fest. Warum leiden, wenn ihr Frieden finden könnt, wenn ihr Freiheit erleben könnt? Kommt zu uns, Verirrter, und wir erlösen dich von deinem Ego. Und wenn dein Selbst stirbt, wenn du gefunden wirst, wirst du in die Freiheit erleben, die nur wir kennen. Nichts Gutes kommt ohne Preis. Wir müssen alle Opfer bringen, um frei zu sein. Doch der Preis, den du zahlen wirst, ist so gering verglichen mit dem, was du gewinnst. Und wenn das Erwachen kommt, wenn die immer noch Verlorenen von ihrem Ego zerstört werden, wirst du frei sein. Ich weiß es. Psycho! Nee, ehrlich, der hat keine Schraube locker. Einen ganzen Werkzeugkasten, der Typ. Was zum Teufel? Führe jetzt den Schmerz! Scheiße! Gott, verdammt! Nein, 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 lass sie! Lass sie! Wir wollen doch keinen Krieg anzetteln! Eine Sekunde, nur eine Sekunde. Oh, verdammt! Ist er mehr? Helft mir bitte! Komm schon! Bitte! Na los, wir müssen weg! Nein, 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 wir lassen sie nicht bei den Freaks. Was? Nein. Hey! Also, wir lassen sie nicht hier! Das ist nicht, warum wir hier sind! Scheiße. Ja, okay. 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 Ich hab sie! Ich hab sie! Ihre Beine sind gebrochen. Sie geht nirgendwo hin, Bruder. Wir müssen uns beeilen. Tu's einfach. Hey, Kleine. Kleine? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Schon gut, alles okay. Alles okay. Es ist alles okay. Alles ist okay. Oh Mann. Wir gehen hier lang zurück. Ganz schön fiese okay. Geschichte. Ja, mir geht's gut. Hast das Richtige getan. Lass gut sein, Skizzo. Wir alle mussten... Hör auf! Dinge tun. Ja, aber ganz ehrlich... Man hätte die nicht retten können. Wenn eine Horde kommt, dann wären wir alle drei Matsch. Die hat eh Schmerzen wie Sau gehabt. Auch richtig miese Sadistennummer von den Rippern. Oh shit, runter, runter. Und was? Scheiße, was jetzt? Oh. Oh. Eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann?
Ripper. Los, weg hier! Weg hier! Die sind vollkommen durchgeknallt. Kennst du ihren Anführer, Carlos? Nein. Das ist der verrückteste von allen. Überall Narben, Rücken, Arme, Beine. Ich sage es Mike ständig. Mit Verrückten macht man keine Verträge. Wie gesagt, Skizzo, ich arbeite nicht gegen Iron Mike. Hat er jetzt einen Schlüssel? Komm, es muss noch einen Eingang geben. Hey, warte. Ich dachte schon. Sehen wir uns mal um. Was redest du denn da? Wir wissen nicht, was uns erwartet, also Vorsicht, okay? Mal sehen, was wir so finden. Ja, okay, klar. Warum nicht? Sieh dich hier doch mal um. Vielleicht findest du ja was. Hat sich jetzt angehört wie so ein Schlüssel am Geklicke. Er hat wahrscheinlich einfach nur an der Türklinke gerüttelt. Ich brauche Schrott. Was meinst du? Nehmen wir die Tür? Verriegelt. Oh, warte, warte langsam. Du weißt nicht, was da drin ist. Um diese Zeit ist da nichts los. Keine Sorge. Ich kann doch nicht mal groß machen, dass wir nicht rauskommen. Hab ihn nicht gesehen. Es ging alles so schnell. Okay, hier ist die Tür schon auf. Ja, das kann passieren. Sieht so aus. Hey, Dick, du hast was gut. Ernsthaft. Ach, lass gut sein. Das sind einfach die Sprengschnur besorgen und dann nichts wie raus hier. Alles klar. Ich trau dem so weit, wie ich den werfen kann, und das ist nicht sonderlich viel. Den Kanister haben. Hier, hilf mir. Hierdurch kommen wir rein. Nein, ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Gut. Gehen wir immer noch rein? Haben wir eine Wahl? Bereit? Zieh! Du kriegst durch, ich halte... Nein. Du gehst, ich hab's. Los! Los! Halt es jetzt für mich! Oh, Scheiße. Verdammt! Er klemmt. Zieh! Klemmt. Okay. Ist schon okay. Geh außen rum. Ich öffne die Seitentür irgendwie von hier. Dick! Oh, Scheiße. Verdammt! Was hiervon? Boah, der soll die Scheißlampe ausmachen. Das behindert einfach nur. Jetzt runter. Hast du genug? Erst damit! Gefällt dir das?
alle? Nein. Oh, hier ist noch was. Hä? Über mir? Wahrscheinlich über mir. Ah, da ist er. Echt jetzt? Was zum Teufel? Ich stecke in einem Lager mit einem Haufen durchgeknallter Krabbler. Was glaubst du, was los ist hier? Wir machen eine Teeparty und springen und kämmen uns die Haare. So, hier, die Tür ist auf. Scheiße. Bist du okay? Ja, ist doch nur ein kleiner Krabbler, nicht wahr? Komm schon, ja, suchen wir einfach die Sprengschnüre. Was meinst du? Das Büro ist da oben. Da müssten sie sein. Na toll. Wie sollen wir denn da hoch? Komm, ich helfe dir darauf. Oh, warte, warte. Ich soll als Erster gehen, falls da oben jemand ist? Oh, ganz genau. Jetzt mach schon. Ja, yeah. Okay. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, hoch! Oh mein Gott! Okay, ich bin oben. Einen Moment. Wir brauchen was zum Hochklettern. Hier, Kopf einziehen. Das war's. So, mal schauen. Hey, das hier muss es sein. Bingo. Hier, halt mal auf, ich nehme es. Warum soll ich es nicht? Ach, du traust mir immer noch nicht. Wie die Dinge liegen. Doch. Komm, lass uns verschwinden. Skizzo, ich wollte mich noch bedanken. Nein, nein, Mann. Dafür, dass du mitgekommen bist und mir hilfst. Himmel, du... Nein, im Ernst, ich meine, wir waren nicht gerade willkommen in Lost Lake. Lass gut sein, okay? Okay, Skizzo, wenn wir wieder im Camp sind, warum lässt du nicht? Was soll das? Oh, es war so klar. Sorry, Bruder. Ich hatte keine Wahl. Ja, klar. Weißt du, wer ich bin? Nein. Ich hab gedacht, Ripper haben keinen Namen. Wir sind auf dem Weg. Meine Anhänger haben ihre Namen alle aufgegeben. Aber ich nicht. Noch nicht. Aha. Carlos. Jesse. Du erinnerst dich. Jesse, was soll das? Ich behielt meinen Namen und die Erinnerung. Wie du und Boomser und Jersey Jim mich festgehalten habt. Als Jack mit der Fackel kam. Jesse, das ist lange her. Wir hatten wirklich... Oh ja.
Ich weiß noch, ich schrie. Ist okay. Ich weiß auch noch, dass ich damals etwas gelernt habe. Etwas Wichtiges. Einfach alles von dir. Wirklich alles, was dich selbst ausmacht. Oh, man kann es verbrennen. Bis nichts mehr übrig ist, außer deinem Namen. Und so sind die Freaks, weißt du? Ich weiß es jetzt auch. Und darum müssen wir genau wie sie sein. Okay. Ziehen wir das durch, oder willst du mich totquatschen? Oh, wir ziehen das hier durch. Deacon St. John. Aber wir machen das doch nicht allein, oder? Oh, ja! Yeah! Wir machen das doch wohl nicht ohne Boozer, oder? Wir müssen es gemeinsam beenden, wir alle drei. Oh ja. Eins weg. Und was? Vielleicht noch ein Dutzend? Vielleicht mehr? Wie wahrscheinlich ist das? Wir alle drei. Du, ich, Boozer, am Leben. Und wir treffen uns hier am Ende der Welt. Was zur Hölle hast du mit Boozer gemacht? Oh, er ist noch nicht hier. Aber er kommt. Schon bald. Oh, Lisa. Du bist es. Ich sah, wie sie dich herbrachten. Lisa. Nein. So heiße ich nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich habe keinen Namen mehr. Niemand hier. Alle, die mir je wichtig waren, sind tot. Lisa, hör mir zu. Weißt du, warum wir wie sie sein wollen? Wie die Freaks? Nein. Weil sie sich nicht erinnern, was sie verloren haben. Wen sie verloren haben. Danke, Lisa. Also bin ich jetzt eine Einmesserarmee, ja? Richtig Bock drauf. Oh Mann, ey. Ungefähr sogar dieselbe Größe wie Boozer, ne? Vom Unterarm her. Oh wei, oh wei. Okay, wie es weitergeht, ob das Spiel bald zu Ende ist oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.